Schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und willkommen zu RAI-TV. Haben Sie auch heute Reitstunde gehabt und sich mal wieder gefragt, warum Ihr Pferd so überhaupt nicht bei der Sache war und Sie auch nicht? Ich glaube, dann haben wir in unserer heutigen Sendung die Lösung für Sie. Und wir haben wieder News vom RAI-TV Cup. Aus unserem Springteam Ann-Christine Janel hat den ersten Platz belegt beim L-Springen in Mülheim. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und nächste Woche erfahren Sie alles über die weiteren Punktestände von unseren RAI-TV Cup-Teams aus der Vielseitigkeit und dem Springen. Und jetzt präsentieren wir Ihnen Horsemanship-Legende Pat Pirelli. Wir hatten ihn in einem kurzen Interview. Hi, my name is Pat Pirelli and I'm here to make the world, help make the world a better place. Ich bin Pat Pirelli. Ich versuche, die Welt zu einem besseren Platz für Menschen und Pferde zu machen. Und das will ich tun, indem ich mein Konzept mit anderen teile. Sagen wir, den Weg der Pferde gehen. Sie brauchen Liebe, Kommunikation und Führung, und zwar in gleicher Dosis. Das Pirelli-Programm ist das Horsemanship-Programm Nummer 1 auf der Welt. Wir haben über 200.000 Studenten in 47 verschiedenen Ländern. Das Programm ist so erfolgreich, weil es mit und nicht gegen das Pferd arbeitet. Die Pferde fühlen sich sicher, haben Spaß und lernen sogar im Wettbewerb auf dem Turnier entspannt zu bleiben. Ich will den Leuten also erklären, die Pferde sehen, verstehen und sich verhalten oder sogar spielen. And if they understand what is going on inside of the psychology inside the head, then they can start to. Wenn die Menschen verstehen, was in den Pferden vorgeht, dann verstehen sie auch, was sie dem Pferd in der Zusammenarbeit vermitteln müssen. Pferde sind eine herrliche Schöpfung der Natur. Sie lernen als erstes alles von ihrer Mutter. Dieser Leitstute vertrauen sie den ersten Monaten ihres Lebens. Und diese Art des Vertrauens müssen wir als Mensch auch dem Pferd vermitteln können. Führen und schützen. Wir müssen also den Menschen beibringen, wie Pferde denken. Auch verladen will gelernt sein. Und dabei können die Ansätze des Horsemanship eine wichtige Unterstützung bieten, gerade bei Pferden, die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wie man pferdegerechtes Verladen in einzelnen Bausteinen vorbereitet und schult, weiß Ausbilderin Christiane Schwalen. Wenn Ihr Pferd nicht so reibungslos wie hier auf den Hänger geht, dann könnte das zwei Gründe haben. Entweder es hat gerade etwas Besseres vor und ihm fehlt der Respekt, oder es hat vielleicht Platzangst. Darum hat Christiane Schwalen, Begründerin der Initiative Verladekultur, ein pfiffiges 6-Punkte-Programm entwickelt, mit dem sie ihr Pferd fit für den Hänger machen können. Wenn aber einmal ein Pferd den Respekt verloren hat vor dem Menschen, dann müssen sie ihm begegnen, wie eigentlich Pferde untereinander sich begegnen. Das ist also eine ganz andere Kommunikation. Vorher war es noch, das Pferd hat Respekt, man kann so ein bisschen mit Autorität agieren. Wenn die wegfällt und das Pferd fühlt sich dominanter, dann sind es halt die Strategien aus dem Horsemanship, die man anwendet. Das heißt, dieser Prozess Verladen wird in einzelne Bausteine zerlegt und diese Bausteine werden einzeln überprüft. Christiane Schwalen entwickelte eine Art Vertrauenstraining als Basis für alle weiteren Aktivitäten, vom Freizeitreiten bis zum großen Sport. Zu den Übungen gehört das Abstreichen des Pferdes mit einer Plastiktüte oder auch die Gewöhnung des Pferdes an unterschiedlichen Untergrund, wie Holz, Plastik oder Wasser. Die passionierte Springreiterin holte sich bei Pat Pirelli in den USA das nötige Horsemanship-Handwerkszeug und demonstriert in ihren Lehrgängen, wie man aus dem Verladen ein Spiel und eine Show machen kann. Wir gehen dann auch nicht auf gerader Linie, weil auf gerader Linie gehen die Pferde ganz gerne mit. Aber wirklich um so Zickzack, wenn möglich 90 Grad. Und dann ist es wichtig, dass das Pferd halt sich nicht in den Zügel hängt oder ins Führseil hängt. Wenn ich zum Beispiel die 90-Grad-Wendung mache, dann möchte ich, dass das Pferd mitdenkt, oh, ich laufe aus und muss ich ein bisschen schneller. Ja? Oder ich laufe in das Pferd rein, dass es dann nicht geradeaus in mich reinläuft, sondern innehält und sagt, ja, okay, ich bewege mich. Beim Verladetraining lernt das Pferd zum Beispiel ohne Angst rückwärts an eine Bande anzudocken. Da das Pferd sein eigenes Hinterteil nicht einsehen kann, muss es sich dabei voll und ganz auf den Menschen verlassen. Drückt das Pferd seine Schweifrübe ein, ist das häufig ein Zeichen für Angst und Unwohlsein. Christiane Schwalen kann die Schweifrübe ihres Pferdes leicht anheben. Es ist also entspannt. Schwierig ist es, wenn das Pferd Angst hat. Es hat ein schlechtes Erlebnis gehabt. Das heißt, es hat halt nicht die Vorbereitung gehabt, was bei vielen jungen Pferden so ist. Die gehen dann erst in den Hänger, wenn plötzlich sie zum Tierarzt müssen, zur Ankaufsuntersuchung. Und wenn sich da keiner die Zeit genommen hat, werden sie halt reingedrängt, verbinden damit Angst oder Panik.
Und das ist keine Sache, die man in einer Woche wieder hinbekommt. Diese Übung demonstriert, was passiert, wenn alle vier Beine des Pferdes den Boden verlassen. Die richtige Kombination von Angst- und Führtraining, Bodenarbeit und Geduld geben ihnen den Respekt ihres Pferdes zurück. Natürlich müssen sie nicht gleich eine Riesenshow daraus machen, aber mit Vertrauen und ein wenig Übung ist, wie man hier sieht, fast alles möglich. Nach der Werbung verrät Ausbilder Hans-Willi Weber, wie man die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit sowie die Koordination von Vorder- und Hinterbeintechnik des Pferdes mit einfachen Gymnastikübungen verbessern kann. Also, dranbleiben lohnt sich!